Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge Stationeers. Ja, ich hatte es vergessen, zwischen den Folgen, zwischen der Montag- und der Dienstagfolge wollte ich eigentlich gucken, ob die Soundeinstellungen richtig sind. Ich meine, das wäre so okay. Ich habe jetzt meine Stimme nochmal einen ganz kleinen Tick, das sollte aber wirklich nicht viel sein, lauter gemacht. In der Hoffnung, dass das alles so jetzt klappt, wie es soll. Was haben wir hier? Das ist ein Silo. Den wollen wir nicht. Eine Sortiereinheit wollen wir auch nicht. Bringen wir beides erstmal hoch. Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwann die deutsche Übersetzung auch mal vernünftig funktioniert, ne? Dass da dann auch wirklich dasteht, was es ist und nicht irgendein Blödsinn. So. Das eine ist ein Trichter und das andere ist tatsächlich diese Sortiereinheit. Aber da fällt mir gerade ein, ich kann das ja schon mal hier, und so. Und dann nehmen wir mal die Kabel. So, jetzt kann ich mich hier wieder was reinschmeißen. Alles das, was zu viel ist, was hier. Ein Verkaufsautomat, den brauchen wir da drüben. Das heißt, den packen wir mal kurz hierher. Und das auch. Und das auch. Naja, toll. Fliegt gleich wieder sonst wohin.
Eine Hash-Anzeige, okay. Da hatte ich ja mal irgendwie so ein bisschen viele von hergestellt. Vielleicht können wir da ja auch welche verkaufen von. So, Schalter. IC. Und IC-Sockel. So, ich glaube, das kann ich alles drin lassen. Das packe ich jetzt da oben mit ins Regal und dann schauen wir mal. Die Dinger da auch hin und gut ist. Dann sollten wir noch mal ich möchte 50 von denen haben. Das heißt, ich brauche 150 Eisen.
Verkaufsautomat. So. Damit haben wir schon mal 4. Viermal Kupfer. So, und ich mache das jetzt mal wieder so. Haben sie das endlich gefixt? Nein, haben sie nicht. War nur der falsche Winkel. So. So, nochmal einen ganzen Stapel Eisen und dann sollte es erstmal reichen. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Platz wieder. Okay, Stromausfall. So, das hoch rausschmeißen und dann nehme ich mir den Verkaufsautomaten, hänge den da hinten mit dran, schließe das auch alles an und ja, dann gucken wir mal. Ne, jetzt nehme ich das erstmal mit, Verkaufsautomat und so. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Das kommt dahin. Dann holen wir das raus hier. Silizium. Eisen. Gold. Stahl. Okay. Damit habe ich 30.
So. So. Ah, hinten ist irgendwo der Schalter. Ist natürlich besonders logisch, ne? Dass man hinten einen Schalter einbaut. Auf der Seite ist er nicht. Hier kann ich das eben noch mal. Da ist er. Okay. Druckfeld. Grad brauchen wir. Ey, willst du mich verarschen hier oder was? Der Druck ist doch da. Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Stellit war das, ne? 1800 bis 10.000 Grad und 10 bis 20 Megapascal. Okay, dann machen wir 2000 Grad und 15 Megapascal.
Irgendwie regelt das Ding nämlich gar nichts. Nicht so wirklich. Wieso hast du jetzt 30 Megapascal? Erhöhe doch erstmal die Temperatur, verdammt nochmal. Und dann kannst du den Druck ablassen und dann ist gut. Jetzt hat er die Temperatur schon wieder vergessen hier. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Los, raus damit. Schmeißen wir das nächste rein. Gucken, was das ist. Vielleicht funktioniert ja mal irgendwas hier in diesem Spiel. Ich bezweifle es zwar, aber... Hallo, lass mich doch da mal wieder rausgehen. Bis auf dieses Delete haben wir ja jetzt alles. Ich weiß zwar nicht, wo das Zeug jetzt geblieben ist, aber erstmal das aus und das aus. Also ist diese Scheißsteuerung mittlerweile auch unbrauchbar. So richtig funktioniert hat sie ja noch nie, aber jetzt geht hier gar nichts mehr. Ach ja.
So, wie viele brauchen wir jetzt noch? 4, 8, 12, wenn ich nicht verzählt habe, 13 Stück. So, ich nehme jetzt immer nur drei, dann brauche ich nicht lange hin und her switchen, weil geht schneller. So, dann haben wir das auch alles weg. Da fällt mir aber siebenteils ein, dass ich eigentlich versprochen hatte, mir mal den Terra-Modifikator oder wie das Ding heißt, mal anzugucken. Ich habe das doch nicht ausgeschaltet. Der kann sich doch nicht alleine ausschalten. Was soll denn dieser Blödsinn? Hier auch. Das heißt, wenn ich da jetzt welche reinschmeiße, müssten die eigentlich hier drin landen, ne? Moment, jetzt überlege ich gerade, ist das jetzt wirklich richtig? Alles, was da kommt, geht da erstmal durch. Also sprich, geht nicht hierher, sondern geht nach da hinten. Nee, kann auch nicht durchgehen, weil da fehlt noch was. Und wie hatte ich gesagt, 13 Stück oder so. Och nee, ne? Dann kann ich das hier im Grunde alles rausholen, was hier nicht mehr gebraucht wird und jo. So, was habe ich denn hier für ein Problem? Das ist noch in Ordnung alles. Wasser. Okay.
So, wie lange dauert's denn jetzt noch? Er zeigt auch keine Uhrzeit oder was, keine Tageszeit an. Das ist auch blöd, weil wenn ich hier im Gebäude bin und nichts sehen kann, kann ich schlecht abschätzen, wann ist hier was. Nicht toll. Aber naja. So, hier können wir Sachen reinschmeißen, die wir dann nach drüben haben wollen. Schnell. Gib her. Stahl. Eisen. Stahl 200. Da muss ich auch noch was irgendwas machen, dass es dann da durchgeht. Stahl kommt hier rein. Eisen kommt auch hier rein. Das hatte ich ja aber nur reduziert, weil... Blei. Frage ist, Uran brauche ich im Augenblick zu nichts. Ob es nicht sinnvoll wäre, Uran dann auch zu verkaufen. So, ich glaube, hier habe ich jetzt erstmal alles. Ich kann das da hinten erstmal zusammenklabüstern. Und kann dann die Sachen rüberschicken wieder. So.
Hallo, nimm es doch endlich, wenn ich da draufklicke. Okay. Das heißt, ich kann jetzt das überschüssige Material sowie das, was ich jetzt zwischengelagert habe da unten, kann ich jetzt rüberbringen. Immer schön stackweise. So. Gut, Kobalt ist hier nicht mehr. Doch, da drin war noch was. Da drin auch. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts mehr. Da ist nichts. Und da ist nichts. Sehr schön. Dann gehen wir doch hier mal gucken. Das sind auch zwei komplette Stacks. Ich glaube, das war hier raus.
Eisen. Ich denke mal, da ist sonst nichts mehr drin. Dann nehmen wir die und schmeißen die da rein. Und dann nehmen wir die Kohle als nächstes. Kohle brauchen wir ja für Stahl. Von daher macht das sinnvoll, die zu behalten. Ob wir die in so großen Mengen brauchen, weiß ich auch nicht. Aber mich würde das langsam mal interessieren, wie das mit dem Hühnern funktioniert. Ich hab's aber fast geschafft. Hier liegen auch noch zwei. So, hier den einen noch. Schmeißen wir direkt hier rein. Und dann geht's hier los.
500 Silber. Wie, das war alles? Okay, dann haben wir hier alles. Das Ding ist erstmal leer. Das bringen wir hoch. Wie? Aufzug hat auch keinen Strom mehr? Oh, das glaube ich langsam mal. Das ist echt nicht mehr. Ja, muss ich jetzt hier mal eben so 500 Solarzellen bauen oder wie läuft das jetzt? Oder vielleicht gleich besser 1000? Das ist doch echt schwachsinnig. Das ist soweit in Ordnung. Nur wie gesagt, also das finde ich absolut affig. Ach, ich wollte da unten das, was an Überschuss ist. Das wollte ich eben noch mit reinschmeißen und mir hier oben rausholen. Nur solange wir das Stromproblem nicht im Griff haben, brauchen wir. Na toll. Brauchen wir hier auch nicht anfangen. Selbst das funktioniert nicht mehr.
So. Der eine noch. Und dann haben wir im Grunde hier. Nein, nun verhak dich doch nicht ständig hier irgendwo. So. Das kann dann auch gleich hier rein. Jo. Dann können wir mal beigehen, da drüben. So, jetzt kommt die ganze Kohle. So, jetzt packen wir das mal da hinten rein. So.
nächsten vier. Und wieder 2 Kilo. Nochmal 2 Kilo. Und Kupfer war ja auch noch da, ne? Das müssten wir, wenn wir jetzt hier weiter das rausholen. Dann müsste es ja irgendwann soweit sein, dass wir das Kupfer haben. Okay. Aus irgendwelchen Gründen ist das Kupfer hier nicht drin. Nee. Jetzt muss ich, glaube ich, einmal den IC rausnehmen. Ne? Ausschalten, IC raus, IC wieder rein, einschalten.
und jedes Mal das gleiche Spielchen. Ich brauche den Terra Manipulator. Dass ich das hier so ein bisschen anfüllen kann und hier hinten die ganzen Löcher zumachen kann. Wasser hat schon einen Druck von 6,984. Ja, schöner wäre es halt, wenn man hier sagen kann, so, das will ich haben und so viel will ich davon haben. Und dass er das dann rausschmeißt. Denn das ist ja irgendwie, ich weiß nicht. Ich bezeichne es mal als gewöhnungsbedürftig. Denn ich will ja nicht nur über das Spiel meckern. Wenn ich im Augenblick eigentlich nicht viel mehr daran finde, aber irgendwie macht es ja doch Spaß. Sonst würde ich es ja schon längst nicht mehr spielen, aber es ärgert mich, dass im Augenblick so viel kaputt gefixt wird. So, was hatte ich gesagt? Terra Manipulator will ich haben. Im Lager werde ich den nicht finden. Eisen 500. Eisen 500. Ich denke mal, dass ich den hier finden werde. Jawohl, da ist er. Muss Gold rein, muss Kupfer rein. Dann schauen wir mal. Ich vermute, dass der dann eine Batterie braucht.
Der braucht eine Gasflasche. Die Frage ist, was für ein Gas braucht er? Ach, guck mal, da kann man direkt mal. Groß, groß. Wieso zeigt er mir hier klein an? Jetzt zeigt er mir groß an. Komisch. Gut, und dann bauen wir hier noch mal eine Batterie. Oh, jetzt ist schon wieder der Strom weg. Mann! Es läuft doch so gut wie gar nichts. Die paar Filter da oben, die da ein bisschen Luft durchpumpen und die Schmelzöfen. Davon alleine wären vier große Batterien leer. Die von, weiß ich nicht, 20, 40, 60, ich meine 60 sind es bisher, von 60 Solarzellen gefüttert werden? Also, das ist doch wohl absolut unrealistisch. So, ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, was ich für eine Gasflasche brauche. Aber vielleicht finde ich das ja. Hier drüber raus. Findet er den wieder nicht oder was? So wird mit Doppel R geschrieben. Typ O. Was muss denn da rein? Muss da Kohle rein oder was muss da rein? Auf jeden Fall brauchen wir eine Batterie, das ist schon mal klar.
Okay. Gasmischer. Ich werde mal versuchen, ob ich da Kohle reinpacken kann. Nickel. Die müssen wir mal laden. Das machen wir aber jetzt eine Etage höher, weil hier unten ist eine fast leere drin. So. Ich hole mir mal ein Stück Kohle. Das muss ich mal einfach mal ausprobieren jetzt. Halt. Hier rein. Nee, also mit der Kohle funktioniert das nicht. Ich habe übrigens gerade etwas entdeckt. Und zwar halt. Und zwar, dass ich mit der Taste T bestimmen kann, wo ich was hinstellen kann. Das würde ja auch heißen, dieser Blödsinn hier mit den, na sag schon, mit den mobilen Kanistern da, das würde aufhören. So, gucken wir mal, was wir hier alles so Schönes haben.
bin mittlerweile der Meinung, wir sollten da oben noch mal zwei Sorter hinsetzen, drei sogar. Und zwei zusätzliche von diesen Verkaufsautomaten. Dass wir in einen das Kobalt reinpacken. In einen das Kobalt rein und in den anderen Kohle rein. Mit dem Stecker davor geschaltet. Und den nächsten dann mit Uran. Was war dann im Grunde direkt da drüben in die Verkaufsdingen reinpacken können. Sechsundfünfzig, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Immer noch 64, 65, immer noch 65, 66, 65, also wieder ein zurück, 66, 74, 86, 98. Kontakt. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Uran.
Nein. Die beiden sind nämlich auch verbunden hier. Das sollten wir nicht machen. Aber da sehen wir mal, wie viel wir haben. Davon behalte ich. Der Rest geht weg. Kann ich das eigentlich auch eingeben? Wieso macht er das jetzt nicht? Wozu habe ich dieses Feld, was ich persönlich eingeben kann, wenn ich es nicht nutzen kann? Hier was mit diesem C machen eigentlich? Nee. Minus 500. Ein Tausend. Hä? Ey, was wackelt der denn jetzt hier durch die Gegend? So, jetzt noch mal. Kannst abhauen. Habe ich jetzt alles verkauft? Nee, ich habe jetzt gar nichts verkauft. Oh Mann, ich konnte nichts verkaufen, weil der Strom weg war. Och, ist das ein Mist. Sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber so ein Schwachsinn. Aber ich sehe gerade, wir sind schon lange, lange wieder über eine Folge drüber. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.